Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antosch wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, der einmal in dem Event spielt, Geheimnis von Azeroth. Und dazu haben wir hier das Achievement, gemeinschaftliche Gerüchte, und das finden wir einmal unter Kunden und dann Dracheninseln. In dem müssen wir insgesamt 10 vergrabene Säckchen finden und ja, die können wir über Gerüchte freischalten, die Blizzard im Laufe der Zeit jetzt gestreut hat, meistens über irgendwelche Tweets oder irgendwelche Newsartikel, wo sie dementsprechend Bilder gepostet haben und findige Leute haben die Sachen rausgesucht. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt alle 10 Säckchen. 5 habe ich euch beim ersten Achievement schon gezeigt, ich packe euch aber nochmal alle 10 rein. Dass, falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, dass ihr quasi da auf dem Stand seid. Als Belohnung gibt es übrigens Tobias, das ist dieser kleine süße Hund, der jetzt hier neben mir steht mit der Mütze auf. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir mal in die einzelnen Rätsel rein. Genau, wichtige kleine Randinformation, wenn ihr das hier machen wollt, ist es sinnig, dass ihr quasi diese täglichen Quests immer mitnehmt für dementsprechend diese Hauptsuche, die wir einmal hier in dem Meta-Achievement drin haben, denn da kriegen wir einige Items, die für diese Tweet-Geschichte sinnig sind. Und zwar unter anderem gibt es ja dieses Toy, wo man diese Denkkappe hat, beziehungsweise auch die Fackel, die werden wir später auch nochmal brauchen. Nur als kleine Randinformation, zu der Geschichte mache ich auch Videos für jeden Tag von dem Rätsel. Guckt da einfach rein, falls ihr die nicht gemacht habt. Genau, jetzt aber hierzu. Das allererste Teil, was wir uns holen wollen, das allererste Säckchen, dafür sind wir einmal in den östlichen Pestländern und dort sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 51, 65 und da hat Blizzard ein Bild gepostet auf ihrem, glaube ich, Instagram-Account von etwa so dem Winkel von diesem Baum hier und Spieler haben das natürlich gefunden, wo das ist und ja, da gibt es dann einen Pfeil, den haben wir hier seitlich dran und wenn wir diesen Pfeil anklicken, dann haben wir quasi 15 Zahnräder, 15 Bolzen und das resettet dann unsere Denkkappe. Diese Denkkappe ist quasi ein Spielzeug, was man sich über diese täglichen Rätsel aus dem Ereignis was man hier aktuell haben, Geheimnis von Azeroth, holen konnte. Und deswegen meinte ich, macht Sinn, wenn ihr das quasi mitnehmt. Übrigens, auch wenn das Ereignis zu Ende ist, Blizzard hat schon angekündigt, dass ihr alle Sachen auch nachträglich holen könnt. So, jetzt resettet sich hier quasi die Position und jetzt müsst ihr quasi, ja, schauen, dass ihr dahin fliegt, auf die Position, was das anzeigt. Wir machen das jetzt relativ simpel. Ich habe mir das schon rausgesucht, wo wir hin müssen. Und zwar sind wir dann hier hinten bei einem kleinen Erdhaufen. Und zwar lockerer Erdhaufen schimpft sich der und das ist einmal bei den Koordinaten 55, 59. Und da klicken wir jetzt einmal drauf und haben dementsprechend dann das erste Säckchen. Das können wir aufmachen, gibt es ein bisschen Gold raus und ja, dann müssten wir 1 von 5 abgeschlossen haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten. Sodala, fürs zweite Säckchen müssen wir jetzt einmal in den Teufelswald und zwar befinden wir uns auf Kalindor, dann Teufelswald und hier auf den Koordinaten 42, 47 und dort in dem See ist es drin und zwar hat Blizzard Items aus dem Handelsposten vorgestellt und dann ein Bild gepostet quasi, wo dann eins der Items drauf ist mit Teufelswald als Hintergrund in der Cursor. War halt genau da, wo jetzt die Position ist. Ne? Also so hat man den zweiten Hinweis rausgefunden. Und hier können wir auch das Ding wieder aufmachen. Und dann kriegen wir wieder ein bisschen Gold raus. Beziehungsweise haben dann auch das zweite abgeschlossen. Für das dritte Säckchen müssen wir dann in die 1000 Nadeln. Und zwar auch wieder Kalindor, hier 1000 Nadeln. Und dann sind wir hier bei einer Höhle. Und zwar bei den Koordinaten 43, 37 und dort müssen wir jetzt auch rein. Also erstmal unter Wasser tauchen, dann hier einmal in die Höhle rein und ich habe mir die Koordinaten schon rausgesucht. Ihr seht, ich muss relativ weit in die Höhle rein, also quasi hier ganz nach hinten durch. Sollte eigentlich jeder Char schaffen können, aber ja, sonst macht das mit dem Druid. Das Ganze ist nämlich eher countweit, ne? Also ihr könnt das mit jeglichem Char auf dem Account looten, ist egal. Ihr könnt das eine mit dem ersten Char machen, das andere mit dem zweiten Char. Das bleibt sich gleich. Also hier haben wir das Ding drin. Und das ist jetzt hier auf den Koordinaten 42, 30 in etwa. Ne? Gut, das machen wir einmal auf. Und da ist dann auch wieder ein Säckchen drin. Das können wir aufmachen. Wieder ein bisschen Gold und ein paar Tränke. Und dann haben wir jetzt auch Nummer 3 gefunden.
So, Udala, dann sind wir beim vierten Säckchen. Und zwar sind wir jetzt in Draenor unterwegs und dann einmal im Schattenmontal. Und hier müssen wir etwa auf den Koordinaten 35, 49. Und dort haben wir so einen Baum, umgeben von Wasser, wie ihr hier seht. Und in das Bäumchen, naja gut, ist schon ein bisschen größerer Baum, müssen wir einmal rein. Und dort haben wir dann den nächsten Haufen liegen. Und den können wir dann auch aufmachen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich die 4 von 5, oder? Müsste? Ja, haben wir. Okay, und dann jetzt noch zum letzten. Für das fünfte Säckchen müssen wir jetzt einmal in den Nethersturm. Und zwar bin ich jetzt einmal hier in quasi der Scherbenwelt, dann Nethersturm und hier sind wir auf den Koordinaten 26, 68. Und hier können wir jetzt auch wieder ein Häufchen öffnen. Und zwar seht ihr, das haben wir hier, lockerer Erdhaufen, das können wir jetzt hier mal aufmachen. Und da ist das Säckchen drin. Kleine wichtige Info, ihr kriegt dieses Ding nicht alleine, wenn ihr hier seid, sondern ihr müsst Minimum 3 Spieler hier sein. Und diese 3 Spieler müssen alle den Buff haben, Fackelaura. Und nur dann kann man dementsprechend hier diesen Haufen bekommen. Bei mir ist es jetzt so, dass immer sehr viele Spieler da sind und dass der Haufen sofort wieder spawnt, weil genug Leute mit der Fackel hier rumstehen. Die bleibt so eine Minute etwa da, das Häufchen, dann die spawnt, das seht ihr, jetzt ist das weg. Und wenn dann die Leute hier in die Nähe mit der Fackel laufen, dann kann man das den Haufen zum Spawnen kriegen. Wo kriegt man jetzt diese Fackel her, beziehungsweise den Buff? Das gibt es über das Spielzeug Fackel von Pyret. Und dieses kriegt man dementsprechend, wenn man den vierten Tag quasi die Rätsel in Waldracken abgeschlossen hat. Ne? Falls ihr nicht wisst, von was ich rede, ich habe zu diesen ganzen täglichen Rätsel jeweils ein Video gemacht, da könnt ihr gerne reinschauen und euch dann dementsprechend auch das Toy holen. Beziehungsweise, wenn hier genug Leute rumstehen, die auch das Toy an sich haben, dann braucht ihr es, denke ich mal, selber auch gar nicht haben. Genau. Und ja, sobald ihr 3 Leute mit diesem Fackelbuff hier habt und dann mit interagiert, dann könnt ihr diesen Erdhaufen zum Spawnen kriegen und dann, wie ich gerade, einmal das Ding rauslooten. Genau, das war es eigentlich soweit im Großen und Ganzen. Jetzt gibt es hier noch dieses schicke Temok-Teil. Das ist einfach eine blaue Mütze, blaue Tweet-Mütze. Und damit sind wir soweit durch mit dem kleinen Achievement-Guide. Jetzt gibt es noch ein zweites Achievement, wo wir insgesamt 10 von den Dingern looten müssen, also 5 weitere. Und ja, da gibt es dann von mir demnächst ein Video zu, sobald die anderen 5 bekannt sind. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht da wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann kommen wir zum sechsten Säckchen. Und zwar haben wir das wieder in einem Erdhaufen drin. Hier hinten seht ihr schon. Und wir sind einmal in Mist of Pandaria, da im Tal der 4 Winde. Und jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 56, 22. Und dort haben wir quasi so ein, ja, größeren Wasserlauf. Hier haben wir einen Wasserfall und der kommt aus so einem Mogu-Kopf raus, würde ich mal sagen. So eine Art Statue. Und da haben wir das in dem Maul drin. Können wir den Erdhaufen aufmachen und haben da das Säckchen. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Dann schauen wir uns das siebte Säckchen an. Und zwar sind wir dafür einmal auf den Dracheninseln und zwar hier unten das Azurblaue Gebirge auf den Koordinaten 25, 71 auf einer kleinen Insel. Und hier brauchen wir jetzt einmal das Spielzeug Fackel von Pyrit. Und dann kriegen wir hier einen Fackelbuff drauf, beziehungsweise haben die in der Hand. Und ihr seht, hier haben wir ein paar Schneemänner. Und mit unserer Fackel müssen wir die jetzt ein wenig abfackeln. Gehen wir zu einem von diesen Schneemännern hin. Und ihr seht, da wirken wir dann einen Strahl drauf automatisch. Und dann können wir einen Haufen öffnen. Und in dem Haufen ist das Säckchen drin. Und ja, dann können wir quasi einmal weiter. Die Fackel kriegt ihr übrigens aus den normalen Rätseln jetzt im Event, ne? Hier, wie heißt das? Geheimnis von Azeroth. Aber dazu habe ich ja auch schon immer mehrere Videos gemacht. Da könnt ihr gerne reinschauen. Beziehungsweise es gibt auch einen Toy-Guide, wo ich euch zeige, wie ihr die Fackel kriegt. Dann kommen wir zum achten Säckchen. Und zwar sind wir jetzt einmal in Nordend, in der Drachenöde. Und dort sind wir einmal hier unten auf den Koordinaten 63, 72. Und hier haben wir in der Mitte so einen Drachen liegen, beziehungsweise so ein Skelett. Und hier bei seiner Kralle, ne, also hier haben wir den Weg. Und hier bei der Kralle ist wieder ein Haufen. Den Haufen können wir anklicken und da draus kriegen wir dann das nächste Säckchen. Dann sind wir als nächstes beim neunten Säckchen. Und zwar diesmal im Brachland. Und zwar hier im nördlichen Brachland. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 46, 50. Und hier haben wir auf so einer Erhöhung, hier unten seht ihr auch das Lager, ne?
einmal einen Haufen liegen, den machen wir auf und haben wieder ein Säckchen drin. Dann sind wir am Spot für das 10. Säckchen. Und zwar sind wir jetzt in den verwüsteten Landen. Und dort haben wir hier auf den Koordinaten 64, 55 auf diesem Berggipfel drauf. Ein Item, wo wir, oder so ein Kristall, wo wir wieder mit der Fackel interagieren müssen. Also den Fackelbuff brauchen wir. Da gehen wir einmal hin und laden das auf und dann müssten wir hier irgendwo was looten können. Seht ihr, dann kommt hier einmal der Erdhaufen. Wir können das looten, das Säckchen haben wir. Und dann gab es quasi jetzt einmal das Achievement. Ne, das ist aufgeploppt, sind wir fertig. Gemeinschaftliche Gerüchte schimpft sich das. Und dafür gibt es als Belohnung dann ein Haustier, Tobias Leine. Und das können wir uns jetzt auch ganz kurz angucken. Wo haben wir es denn? Halt, das sind Mounts. Gehen wir hier bei den Pets ganz nach unten. Da haben wir Tobias. Seht ihr, das ist so ein kleiner, süßer Hund. Den können wir auch gerne mal auspacken. Dann können wir uns den angucken. Ach, schau mal, der hat sogar diese Mütze auf. Das ist ja cool. Schaut ihn euch an, den kleinen, süßen Kläffer. Ja, nicht schlecht. Okay, ja, und damit sind wir dann tatsächlich durch mit diesem kleinen Achievement Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.